Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Alexander Höfer, ich bin Diplom-Sozialpädagoge und Industriekaufmann. Ich möchte für den Landtag kandidieren, weil ich im Moment das Gefühl habe, dass die Politik eine neue Basis braucht, dass die Bildung eine neue Basis braucht, dass unser Zusammenleben eine neue Basis braucht und dass auch unsere Freiheit eine neue Basis braucht. Ich war in der Vergangenheit 13 Jahre lang in der SPD Nussloch aktiv. Bin dann allerdings 2012 ausgetreten, weil ich mich sowohl persönlich als auch politisch nicht mehr mit der Partei identifizieren konnte. Wie schon gesagt, ich möchte auch in den Landtag, weil ich etwas verändern möchte. Und schwerpunktmäßig ist es mir ganz, ganz wichtig, dass wir eine direkte Demokratie oder dass wir mehr direkte Demokratie im Landtag haben und dass in diesem Zusammenhang auch das Miteinander im Landtag wesentlich besser wird. Der Umgang zwischen den einzelnen Parteien ist oftmals sehr, sehr unschön. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das ändern könnten, dass man wieder anständig miteinander redet, auch wenn man eine andere Meinung hat. Und dass man Themen auch nicht nur von einer Seite beäugt, sondern dass man eben alle Meinungen sieht, so wie es in der direkten Demokratie auch verlangt wird oder gewünscht wird. Ebenfalls sehr wichtig ist mir, dass Eltern wieder mehr Zeit für ihre Kinder haben, also dass sie nicht nur arbeiten und die Kinder abgeben in schulische Einrichtungen oder in Freizeiteinrichtungen, sondern dass sie wieder mehr Beziehungsarbeit machen können mit den Kindern. Gerade die Corona-Krise zeigt uns, dass es sehr wichtig ist, miteinander zu reden und alle Meinungen oder auch kritische Meinungen anzuhören und abzuwägen. Die Corona-Krise macht deutlich, dass es notwendig ist, Fachleute mit gegensätzlichen Meinungen zur gemeinsamen Diskussion zu bringen. Sie haben die Aufgabe, alle offenen Fragen zu formulieren und zu bearbeiten. Die Regierung hat nicht nur die Aufgabe, Entscheidungen zu treffen, sondern dafür zu sorgen, dass diese wissenschaftliche Diskussion offen stattfindet, um für die Zukunft geeignete Lösungen zu erlangen. Von Anfang an wurden schon auf Bundesebene einseitige Beratungen durchgeführt. Dies erzeugt in der Bevölkerung nicht nur tiefes Misstrauen, sondern bringt auch eine einseitige Politik. Auch wenn die Politik für die Gegenwart Entscheidungen treffen muss, sind für die Zukunft ergebnisoffene Diskussionen von Fachleuten gegensätzlicher Meinung erforderlich, um alle brennenden Fragen zu bearbeiten. Die Rückkehr zu einer solchen Gesprächskultur ist unerlässlich für eine lebendige Demokratie. Landespolitisch sehe ich die allergrößte Herausforderung darin, etwas im System zu verändern. Weil wenn wir im System nichts verändern, werden wir kein einziges Problem, das wir im Moment haben, mit dem wir konfrontiert sind, egal ob das Klimawandel ist, Arbeitsmarktpolitik, Migration, Arbeitslosigkeit, egal welche existenziellen Probleme es sind, werden wir nicht lösen, weil sonst hätten wir sie ja gelöst. Die aktuell regierenden Parteien haben in den letzten 30 Jahren überhaupt kein einziges existenzielles Problem gelöst und werden es auch in den nächsten 30 Jahren nicht lösen. Das heißt, wir müssen im System etwas verändern, wir müssen anders denken, wir müssen anders wirtschaften, wir müssen anders mit der Natur umgehen, wir müssen anders mit uns selbst umgehen, wir müssen alle ein Stück weit uns verändern, damit wir in 20 Jahren hier auf diesem Planeten Erde noch leben können. Und ich denke, das ist das Allerwichtigste, was wir verändern müssen, und zwar in allen Bereichen, egal ob das insbesondere auch im Bildungsbereich, in der Wirtschaft, überall. Es darf so, wie es im Moment ist, nicht weitergehen, wenn wir, wie ich schon gesagt habe, in 20 Jahren noch leben wollen. Die Metropolregion Rhein-Neckar ist ein kulturelles Herzstück Baden-Württembergs. Sie leidet derzeit sehr drastisch unter den politischen Maßnahmen und benötigt dringend neue Aussichten. Hierfür werde ich mich sehr stark einsetzen.